Er hat die größte Klappe in Rheinland-Pfalz. Weine kenn dich. Doch die nützt ihm diesmal rein gar nichts. RPR1 und EWR präsentieren Sven Hieronymus auf der härtesten Mission seines Lebens. Der Rocker trainiert für Olympia. Liebe Hörer und Hörerinchen, jetzt sind wir endlich in Düsseldorf angekommen. Nach 5 Stunden Flug, 3 Stunden Zugfahrt und 4 Stunden mit der Kutsche sind wir jetzt hier im Deutsche Tischtenniszentrum und wollen mal wissen, warum wir hier extra nach Düsseldorf kommen mussten, um unsere Rheinland-Pfälzerin aus Koblenz hier zu finden. Wollen wir mal gucken. Haben wir auch das Rätsel gelöst, warum wir mit unserer rheinland-pfälzischen Tischtennis-Olympiateilnehmerin nach Düsseldorf fahren müssen? Weil das der einzigste Ort in Deutschland ist, wo es Tischtennisplatte gibt, wie ihr hier seht. Das sind Tischtennisplatte. Christine Silbereisen, weder verwandt noch verschwägert mit diesem furchtbaren vom Fernsehen, oder? Zum Glück nicht. Also gibt es da keine irgendwie aus der Familie, dass die sich irgendwann getrennt haben, die einen sind ins Allgäu gezogen, haben Ski gefahren und der Rest hat Tischtennis gespielt? Nee, keine Verwandtschaft. Du machst das jetzt, wie lange machst du das professionell? Bist du eigentlich auch bei der Bundeswehr? Ja, ich bin bei der Bundeswehr Sportfördergruppe und Profi bin ich seit... Was macht man denn in der Bundeswehr in der Sportfördergruppe, außer zu Olympia zu fahren? Also früher war es in der Bundeswehr so, wir mussten ja noch kämpfen. Wir haben auch unsere Grundausbildung und die verschiedenen Laufbahnlehrgänge gemacht und... Wie lange bist du jetzt verpflichteter? Noch bis 2014 und ich bin dabei seit 2004. 10 Jahre Bundeswehr. Und, aber du wirst nicht in Einsatz können. Kann nicht sein, dass du jetzt irgendwie nach Afghanistan kommst, obwohl Olympiade wäre. Nee, das wird nicht passieren. Also ich glaube, vorne an der Front wäre ich auch nicht so gut aufgehoben. Ja, also so Taliban mit Tischtennisbälle bekämpfen, wäre blöd, finde ich. Also ob die dann wirklich wegrennen würde, weiß man ja nicht so ganz. Sag mal, ist es wirklich so, dass Tischtennisspieler einfach zu faul waren, Tennis zu spielen, weil der Platz zu groß war? Ich habe früher Tennis gespielt. Und hast du gedacht, der Weg ist mir so weit und dann bleib ich lieber an der Platz stehen? Nee, ich glaube, du wirst gleich auch noch merken, dass es anstrengend sein kann. Ja, das ist nämlich mein Problem, weil ich werde jetzt gegen die deutsche Bundesligameisterin Tischtennis spielen. Gib mir eine Chance, weil ich kann, wie gesagt, eigentlich nichts. Das ist mein Problem, was ich habe. Aber wir versuchen das jetzt mal. Wir spielen jetzt mal, also ich spiele jetzt gegen sie. Gegen die deutsche Meisterin und Olympiateilnehmerin aus Rheinland-Pfalz aus dem wunderschönen Koblenz mal eine Runde Tischtennis. Ich hab Angst. Let's get ready to rumble! So, kurzes Fazit. Was ist so dein erster Eindruck? Wie lange bräuchte ich, um nach London zu kommen? Ich weiß nicht, wann nochmal eine Olympiade in London ist. Ne? Also, ich glaube, für dieser wird es knapp. Also im nächsten Leben sollte ich früher anfangen mit Tischtennis? Ja, so ein paar Jährchen früher könnte nicht schaden. Hat man gemerkt, dass ich mal aktiv Tennis gespielt habe? Also so ballgefühlmäßig? Komm, gib mir eine Chance. Komm, die hören doch alle zu. Sag doch mal irgendwie so, wow, ich war positiv überrascht. Ja, ich war positiv überrascht, dass der Ball nicht ganz aus der Tür rausgeflogen ist, sondern nur 3 Meter. Wir müssen jetzt leider hier abbrechen. Christine, es war wunderschön mit dir. Es hat riesen Spaß gemacht. 28. oder 29. Juli spielt meine neue Freundin, die Schwester von Florian Silbereisen, bei der Tischtennis-Olympiade in London. Und ich werde vor dem Fernseher mitfiebern und bin mal gespannt, ob irgendjemand von dir eine Pfeife oder einen Aufschlag kriegt, weil den kriegt man nicht, oder? Ich hoffe, meine Gegner sind genauso wie du. Dann wirst du Olympiasieger, da bin ich mir sicher. Ich wünsche dir alles Liebe. Danke. Vielen Dank, war mir eine Freude. Bis zum nächsten Mal. Und ich gucke wirklich jetzt Tischtennis. Ich hab's ja nicht mehr alle. Bin ich auch noch am Netz hängen geblieben. Ich mache auch noch alles kaputt. Jeden Morgen bei Kunze und Nadja in der RPR1 Guten Morgen Show. Der Rocker trainiert für Olympia. Unterstützt von EWR. Energie auf neuen Wegen. Ein Partner des regionalen Sports in Rheinland-Pfalz.